Maite gibt ein Konzert in diesem Hotel. Und wir machen das Vorprogramm, von dem sie natürlich nichts weiß. Ein Meet and Greet mit ihren Fans. Oh, Entschuldigung, hab ich gesagt ihren Fans? Ich meinte natürlich meinen Lockvögeln. Wir haben das aufgeteilt in Fünfergruppen, damit hier nicht so viele Leute auf einmal drin sind. Und die packen wir einfach so nach und nach. Schön. Schubsen wir die so freundlich durch. Super, dann hole ich mal einmal die ersten fünf rein. Sehr gut. Hi. Tag. Kuckuck. Sie machen den Anfang. Genau, jetzt. Hallo. Hallo. Also kommt ruhig näher, ich beiß ja nicht, ne? Hallo. Machen wir Foto? Foto? Och nö, weißt du, nö. Weiß nicht, also nur. Hallo, ja. Ich bin Maite. Hi, ich darf ich? Ja, genau. Du siehst es. Ich wäre schon längst weg. Der nächste Fan, ein Gentleman. Aber auf den letzten Drücker. Oh, sind Sie Italiener oder was? Sie. Sie? Oh. Und sie, also sie, sammelt Autogramme. Aber welche, die man immer dabei hat. Könnte ich vielleicht ein Autogramm hier auf den Arm einfach? Lena? Ja, aber reicht auch einfach. Solange es nicht auf die Brust ist, unterschreibe ich überall. Ja, sogar vor der versteckten Kamera. Maite hat übrigens auch ihre eigene Modekollektion, die besonders von Fans sehr gern getragen wird. Auch wenn mein Lockvogel ein bisschen nachgebessert hat. Ja, das Schöne ist ja, ja, ist doch toll, oder? Und dann hast du es. Ja. Ja, super, oder? Jetzt erkenne ich es an dem Knopf. Ja. I love it. Und dann hast du Blumen. Ja, Moment, ich möchte dir das auch noch zeigen. Und mein Kleid, Moment. I love it. Ja, schau mal. Oh mein Gott. Heißt übersetzt, das geht gar nicht. Ich habe dir auch noch, schau mal her, für deine Haare sowas zum Anstecken gemacht. Mich. Ja, kannst du da hinten reinstecken. Genau, ja. I love it, what you're doing with stuff. I love it ist Englisch und heißt, ich glaube, es hackt. Na, ich finde ja, das, was du entwirfst, ist ja wirklich, ist es gut, aber ich finde, es ist nicht unbedingt jetzt so tragbar. Deswegen dachte ich, muss mir das vielleicht ein bisschen aufwerten, so mit Blumen und... Also solange du glücklich damit bist, bin ich glücklich. Ja. Ah. Würdest du es nicht anziehen so jetzt? Ist doch viel besser, oder? So eigentlich so in der Bauchgegend. Deine Linie kommt gut. Meint eigentlich mindestens 4 Kilo zu viel. Ja. Und wenn du... Sagen wir so, dein Bauch verstecken willst, dann gönn dir doch diesen Platzhalter. Ja, und ich bin auch nicht so. Platzhalter klingt halt netter als fette Kuh. Darf ich dir noch das absolute Topping zeigen? Ja. Ich habe hier noch ein Cherry-Topping hier hinten. Oh mein Gott! I love it! Wieder I love it, diesmal im Sinne von total für ein A. Mega, ist so cute. Ja? Ja, genau. Und da kann man so richtig die weiblichen Kurven ein bisschen rausbringen. So nach hinten. Und dann hier Porn. Wollen wir ein Foto machen? Ja, gerne, bitte. Wollen wir ein Foto machen? Alias, das glaubt mir sonst keiner. Hallo. Hallo. Er hat für Maite seine ganz persönliche Version von Bienenstich gebacken. Hummelkuchen. Das ist ja die Hummelbombe. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja. Hast du den gemacht? Ja, klar. You crazy guy. Ich bin Maite. Hallo. Hi. Finger weg, jetzt noch nicht. Hallo. Ja, hallo. VIP-Fans wie die Frau des Bürgermeisters haben natürlich Vortritt. Ja, klar, hallo, hallo. Ja. Aber können wir nicht ganz schnell ein Foto, Foto machen? Foto noch hier machen wir noch. Sagen Sie mir, ja? Herr Bürgermeister, Sie sind ein Politiker. Wir machen doch zuerst ein Foto. Jetzt sind ja wir dran, oder? Zuerst das Volk und dann die Politiker. Mir war ganz kurz. Nein. Höflichkeit braucht jeder Politiker. Ja. Wir stehen nachher nochmal an. Okay. Wir haben ja 3 Minuten nee, mit Ihnen. Nee, wir machen das schon. Ja. Das möchte ich erst mal sehen. Sie lässt nicht locker. So, jetzt wollte ich Hallo sagen. Wir machen es so schön, dass Sie hier sind. Wir haben nachher noch ein bisschen Zeit. Hi, danke. Ich bin Frau Kelly, ich freue mich so. Ich bin Frau Hauf, die Gattin des Bürgermeisters. Hey, Entschuldigung. Sie hätte auch hinter dran stehen können. Ja, sie ist so also das gibt es doch noch nicht. Mal ein bisschen. Sprüche. Also der Herr geht's hat was so? Arm da hinten. So. Und der andere hält ja was. Ja, die stellen sich kurz hinten an und dann sind wir gleich fertig. So, ein geht's noch. Genau. Wir haben noch mal. Hier. Hey, mir reicht's jetzt. Mir geht's. Hoppla. Ach, komm. Unnötige Kalorien, oder? Sie haben ihn ja gesehen. Das kann man. Mhm. Aber ich kann auch neu machen. Das waren vielleicht 8 Stunden. Das sollte eigentlich der Bommel sein. Ich nehme den auch so. Okay. Er schmeckt ja noch. Nee, nicht essen. Nicht essen. Sie wollen mitputzen? Das müssen Sie doch nicht machen. So, Frau ich glaube, wir wirklich sind jetzt. Also, ich habe so viele Kuchen in meinem.
mein Leben gemacht und ich weiß, dass es eine Arbeit ist und dass genau. Das, was ihm passiert, ist furchtbar. Ja, aber der Kuchen ist ja überhaupt nicht wichtig. Das Foto ist wichtig. Ich bin jetzt auch hier der Master. Er hat 8 Stunden Zeit. Wenn es um Kuchen geht, versteht Maite keinen Spaß. Der arme Kerl, wo ist er denn? Ist er weg. Das dann ist es ja eh egal. Der hat es mit so viel Liebe. Hauptsache, das Foto ist im Kasten. Kommt, lass mich schön. Danke, Frau Kelly. Alles ja. Gute. Danke für Sie auch. Hände. Danke, der Kuchen, ja. Ist halt wurscht, ne? Tschö. Tschö. Genau, Hauptsache nicht wiedersehen. Aber so eine Bürgermeisterin, wie kann die denn überhaupt das Dorf vertreten? Maite ist fertig. Aber wir noch nicht. Wir schicken Carina ins Rennen. Auch sie hat hier angeblich eine Autogrammstunde. Ja, wussten wir nicht, aber okay. Ist okay. Ist das okay, dass sie hier schon aufbaut? Also für uns schon. Für Maite eher weniger. Denn Carina hat genau das gleiche Buch rausgebracht wie Maite. Nur heißt ihre Hummel nicht Bommel, sondern Brummel. Reimt sich. Hallo. Hey. Hi. Was soll ich? Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt hier vor dir stehe. Hast du das gemacht? Genau, ja. Ich habe das von dir inspiriert, weil... Eine Hummel Brummel. Ja. Inspiriert? Ich würde eher sagen kopiert. Und das 1:1. Es gibt viele Papas, die kaufen den Buch. Hast du einen Verlag oder hast du einen rausgebracht? Ich habe das eigen rausgebracht. Hast du einen Anwalt? Ein Anwalt? Nein. Warum? Ich bin cool, aber mein Verlag, die werden ausflippen, wenn die das sehen. Ja, klar. Wie viel hast du schon verkauft, nicht, dass du Ärger bekommst? Ungefähr 100 Stück. Ja, das geht ja noch. Pro Tag. Was? Ja. Und das hast du das gemacht? Ja. Roberto, ja. Eins muss man sagen, die hat so ein Ding und ich nicht. Und diese Hummel habe ich auch selber kreiert. Ja, ist die richtige. Das ist die richtige. Hi, ich kenne dich von irgendwo. Genau, es ist. Ich teile dich mit ihr. Unsere gemeinsame Hummel. Und wir beide. Solange du glücklich bist. Wir gehen noch wo gemeinsam hin. Okay, wo denn? Und zwar in eine Samstagabendshow. Ido Kanz, 20.15 Uhr. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie mich? Also, und dein Kuchen! Den haben wir noch. Den hast du gar nicht gemacht! Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!